Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie in der RB 47 nach Braunschweig Hauptbahnhof über Bad Bodenteich, Wittingen, Warenholz, Gifhorn, Stadt Gifhorn. Erix wünscht Ihnen eine angenehme Fahrt. Moin, Freunde, es geht wieder auf Tour. Und zwar zur Mühlenbahn Wieren-Wittingen-Gifhorn-Braunschweig. Ausgangspunkt dieses Ausflugs ist allerdings die Westseite des 100-Wasserbahnhofs Uelzen. Denn irgendwie müssen wir überhaupt erstmal nach Wieren kommen. Die Mühlenbahn beginnt schließlich nicht im luftleeren Raum, sondern zweigt aus der 1873 eröffneten, hier blau gefärbten Amerika-Linie Uelzen-Stendal ab. Der Nordabschnitt Wieren-Wittingen ging Ende Juli 1900 in Betrieb. 4 Monate später die Fortsetzung bis Triangel. Eben dieses Triangel war bereits seit 1889 von Süden mit der Rennbahn Hannover-Stendal-Berlin verbunden, an die sie in Gifhorn-Isenbüttel anschloss. Ein Jahr später erfolgte die Einweihung der Strecke nach Meine und 1894 deren Verlängerung nach Braunschweig. Die Amerika-Linie wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg bei Bergen-Dumme gekappt und von Wieren bis kurz vor der Zonengrenze als eingleisige Stichstrecke betrieben. Der Personenverkehr hielt sich bis 1974, der Güterverkehr sogar bis nach der Wende. Das Geschehen auf den 14 Kilometern zwischen Uelzen und Wieren beschränkte sich also im Wesentlichen auf die Züge der Mühlenbahn. Noch bis 1984 war dieser Abschnitt als Hauptbahn klassifiziert, und das zweite Gleis verlor er erst im Jahr darauf. Nach dem Mauerfall war der Lückenschluss auf der Amerika-Linie schnell beschlossene Sache. Seit 1999 besteht wieder eine direkte Schienenverbindung von Uelzen nach Stendal in Form einer elektrifizierten, für Tempo 160 zugelassenen Strecke, die bis 2028 auf ganzer Länge ihr zweites Gleis zurückerhalten soll. Auf niedersächsischer Seite ging 2013 als erster und bislang einziger Doppelspurabschnitt der Schnippel zwischen Uelzen und der Überleitstelle Versen in Betrieb. Hier rechts der Güterzügen aus Richtung Stendal die kreuzungsfreie Einfädelung in die Magistrale nach Hamburg gestattet. Der Haltepunkt Stederdorf war bis 1985 ein Bahnhof. Die Stellwerke, unter anderem SOF im Empfangsgebäude, blieben bis zum Beginn der ausbaubedingten Totalsperrung 1998 als Schrankenposten besetzt. Östlich von Stederdorf unterfährt die Amerika-Linie den Elbe-Seitenkanal, dessen Überführung die ehemalige und zukünftige Zweigleisigkeit erkennen lässt. Dann ist auch schon der Abzweigbahnhof Wieren erreicht. Wie Stederdorf besaß Wieren bis Mitte der 80er Jahre zwei mechanische Stellwerke, danach bis 1998 nur noch eines im Westkopf. Heute gibt es hier 3 Gleise, 2 davon mit Bahnsteig. Herr des Geschehens ist der Fahrdienstleiter des elektronischen Stellwerks in Salzwedel. Jetzt aber endlich auf die Mühlenbahn, die sofort südwärts abschwenkt und sich vorerst von Oberleitungen und moderner Signaltechnik verabschiedet. In Sichtweite des Elbe-Seitenkanals geht's nach Bad Bodenteich. Die Gestaltung mit einem Mittelbahnsteig, der per höhengleichem Reisendenüberweg zugänglich ist, finden wir im weiteren Fahrtverlauf auch in Wittingen, Warenholz, Röttgesbüttel und Gliesmarode. Die Personenverkehrsanlagen auf der Strecke wurden in den letzten Jahren weitgehend modernisiert. Die mechanischen Stellwerke hingegen blieben erhalten. Seit Einführung des Stundentakts im Dezember 2020 kreuzen in Bad Bodenteich so viele Züge wie nie zuvor. Der Fahrdienstleiter residiert im 1953 erbauten Empfangsgebäude. Lokalen Güterverkehr gibt es seit 1996 nicht mehr. Die Mühlenbahn ist mit maximal 80 km/h befahrbar. An einigen nicht technisch gesicherten, also nur mit Andreaskreuzen versehenen Bahnübergängen bestehen ständige Langsamfahrstellen bis hinunter auf Tempo 30, sodass des Öfteren die Tröte der Dieseltriebzüge über Wiesen und Felder schallt. Wie hier, unmittelbar südlich des 1981 stillgelegten Haltepunkts Langenbrügge, fernab des gleichnamigen Dorfes. Ebenfalls Geschichte ist die Betriebsstelle Stöcken. Auch sie verlor den Personenverkehr 1981, wurde aber weiterhin von Güterzügen angefahren. Bis 1990 gab es hier einen Fahrdienstleiter.
Nach dessen Abzug fungierte Stöcken bis 2002 als Anschlussstelle. Seitdem ist dieser Ortsname aus dem Betriebsstellenverzeichnis der DB Netz AG getilgt. Wittingen ist Kreuzungsbahnhof und war vor langer Zeit ein Schienenknoten. Neben der Mühlenbahn existieren bzw. existierten die 1904 eingeweihte Lachtetalbahn nach Celle, heute betrieben von den Osthannoverschen Eisenbahnen OHE. Die 1909 in Betrieb genommene, 1945 unterbrochene Strecke nach Diesdorf, wo Anschluss an das Netz der altmärkischen Kleinbahnen bestand. Und die ebenfalls 1909 eröffnete Strecke nach Oebisfelde, die kurz vor dem Ziel von der DDR-Grenze geschnitten wurde und fortan in Rühen endete. Alle drei Strecken nutzten den sich östlich des Staatsbahnhofs ausbreitenden Hauptkleinbahnhof Wittingen West, der so hieß, weil er vor dem Bau der Diesdorfer und Oebisfelder Bahn westlich der Mühlenbahn gelegen hatte. Seit 2004 ist von den ehemaligen Kleinbahnen nur noch jene nach Celle übrig. Diese erhielt 2014 eine neue Einführung nach Wittingen DB und die umfangreichen Anlagen von Wittingen West wurden auf eine Weiche und ein Stumpfgleis reduziert, auf dem bis 2020 Erix-Triebzüge ihre Nachtruhe verbrachten. Aktuell sieht die Verbindung zwischen DB und OHE keinen planmäßigen Verkehr. DB Cargo bedient den Wittinger Hafen am Elbe-Seitenkanal bedarfsweise aus Richtung Celle. Stichwort Erix. Diese OHE-Tochter übernahm Ende 2014 den Regionalverkehr im DINSO, dem Dieselnetz Niedersachsen-Südost von DB Regio. Seitdem sind hier ausschließlich Triebzüge der Baureihe 622 unterwegs. Daran dürfte sich bis 2029 nichts ändern. So lange läuft der aktuelle Verkehrsvertrag. Knesebeck war bis 1990 ein Bahnhof. Anschließend eine Haltestelle als Kombination aus Haltepunkt und Ausweichanschlussstelle und seit 2019 ein separater HP mit separater Avanst. Das sind Spitzfindigkeiten. In Knesebeck sitzt der letzte Güterkunde der Mühlenbahn, der Edelstahlproduzent Butting, der Schrott in offenen Wagen empfängt und Rohre auf Rungenwagen versendet. Von 2014 bis 20 erfolgte die Bedienung bei Tageslicht von Braunschweig aus. Zuvor wurde Knesebeck lange Jahre von der OHE via Wittingen West angesteuert. Seit Einführung des Stundentakts macht sich der Güterzug mangels freier Fahrplantrassen dreimal pro Woche zu nachtschlafender Zeit auf den Weg von Brunswieger nach Knesebeck, um dort gegen 2 Uhr in der Früh Wagen auszutauschen. Weiter geht's nach Vorhob und Schönewörde, zwei erst 1972 in Betrieb genommene Haltepunkte, die ich praktischerweise gemeinsam abhandle. Der Bau des hier kreuzenden Elbe-Seitenkanals erforderte die Verlegung der Strecke auf einen Damm. Nachdem es zuvor bloß einen Haltepunkt am Bahnübergang der Ortsverbindungsstraße gegeben hatte, erhielten Vorhob und Schönewörde eigene Stationen. Blickfang ist dann aber doch eher die dazwischenliegende Kanalbrücke. Wir nähern uns Warenholz mit seiner in dieser Gegend auffälligen Kirche. Als der Mühlenbahnverkehr lediglich zweistündlich lief, war Warenholz der einzige Bahnhof, der für die Kreuzungen der Taktzüge benötigt wurde. Apropos, obwohl auch beim stündlichen Verkehr nur jeder zweite Bahnhof zum Kreuzen gebraucht wird, ist es nicht möglich, die Knesebecker Übergabe oder sonstige Sonderzüge in den Fahrplan zu quetschen. Die kämen zwar von Norden bis Wittingen oder von Süden bis Gifhornstadt, müssten dann jedoch die 32 Kilometer dazwischen in maximal 23 Minuten zurücklegen, um keinen Erix auszubremsen. Unmöglich bei einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Quetschen ist auch das Stichwort, das uns nach Neudorf-Platendorf führt. Seit Ende 2020 halten hier keine Züge mehr. Die Fahrzeiten zwischen den Kreuzungsmöglichkeiten Warenholz und Röttgesbüttel könnten ansonsten nicht gehalten werden. Neudorf-Platendorf war bis in die 80er Jahre ein Bahnhof und noch bis Anfang der 90er mit einem Schrankenwärter besetzt. Unabhängig von der Eisenbahn kann dieser Ort mit dem Superlativ längstes Straßendorf Niedersachsens punkten.
Er erstreckt sich über 6 Kilometer und geht nahtlos in Triangel über, das aktuell einen neuen Haltepunkt 100 Meter nördlich der bestehenden Anlagen erhält. Beim Bahnsteigbau wurden die seit langem ungenutzten Gleise dieses ehemaligen Bahnhofs zumindest teilweise entfernt. Triangel war Ausgangspunkt einer 4 Kilometer langen Anschlussbahn ins Große Moor. Der Güterverkehr endete 1998. Eingestellt wurde auch die Strecke Celle-Gifhorn, und zwar schon 1981. Direkt vor dem Bahnübergang der Bundesstraße 188, der es aufgrund einer zu kurz geratenen Schranke sogar schon ins Fernsehen geschafft hat, gesellte sie sich zu unserer Mühlenbahn und führte gemeinsam mit ihr in den Bahnhof Gifhorn-Stadt. Viel mehr als der leere Trog der Allerbrücke erinnert nicht mehr an sie. In Gifhorn-Stadt beschränkt sich die Bahn daher auf das Nötigste: zwei Weichen, zwei Gleise, zwei Bahnsteige, ein mechanisches Stellwerk. Das Umfeld samt Busterminal wurde aufgepeppt. Vor der Einführung des Stundentakts war der Bahnhof Endstation einiger Verstärkerzüge aus Braunschweig. Güterverkehr gibt es nicht mehr. Auch die Ausweichanschlussstelle Thewes am Bahnübergang Eißelheideweg zwischen Gifhornstadt und Gifhorn ist stillgelegt und die Zugangsweiche ausgebaut. Es wird Zeit, mal wieder Hauptbahnluft zu schnuppern. Wir sind im heimlichen Gifhorner Hauptbahnhof an der Strecke Hannover-Berlin, der auf eine bewegte Benennungsgeschichte zurückblicken kann. 1871, kurz und knapp als Gifhorn eröffnet, wurde er 1889 zu Gifhorn-Isenbüttel. Ab 1892 hieß er nur noch Isenbüttel. Ab 1913 Isenbüttel-Gifhorn und seit 1988, wie ganz am Anfang, Gifhorn. Gleichzeitig bekam er ein neues Empfangsgebäude mit Fahrkartenausgabe und einem Drucktastenstellwerk geschenkt, dem kein langes Leben beschieden war. Schon 1995 wich es einem zunächst aus Fallersleben, später aus der Betriebszentrale Hannover gesteuerten ESTW. Übrigens, obwohl Gifhorn ein weitläufiger Bahnhof ist, der scheinbar alle betrieblichen Wünsche erfüllt, sind hier keine Kreuzungen innerhalb der Mühlenbahn möglich. Wir verlassen Gifthorn gen Osten und schwenken über die Hannover-Berliner Bahn nach Süden. Das war nicht immer so, denn ursprünglich führte die Mühlenbahn westwärts aus dem Bahnhof. Bis 1913 war eine durchgehende Fahrt Uelzen-Braunschweig, also mit Kopfmachen und höhengleichen Kreuzen der Ost-West-Magistrale verbunden. An diese historische Zweiteilung unserer Strecke erinnert die in Gifhorn gebrochene Kilometrierung. Auf dem damals neu trassierten Abschnitt Richtung Braunschweig fand sich bis 1976 der Haltepunkt Isenbütteldorf, der voraussichtlich 2026 in veränderter Lage reaktiviert werden soll. Am alten Standort ist dieser BÜ mit seltener Lichtzeichenanlage zu bewundern. Jetzt gibt's eine echte Sensation zu vermelden: einen neuen Bahnhof. Röttgesbüttel war 1982 zum Haltepunkt zurückgebaut worden. Der Stundentakt erforderte jedoch eine Kreuzungsmöglichkeit zwischen Gifhornstadt und Gliesmarode. Und die durfte nicht irgendwo entstehen, sondern nur im Bereich Röttgesbüttel. Seit Ende 2020 wartet dieses Dorf also mit dem signaltechnisch modernsten Bahnhof der Mühlenbahn auf. Kleines Haar in der Suppe: das Kreuzungsgleis ist nur in Richtung Norden befahrbar. Nach Süden hat man ihm kein Ausfahrsignal gegönnt. Das, was Röttgesbüttel neuerdings wieder hat, besitzt Meine seit 1996 nicht mehr. In jenem Jahr schrumpfte der Bahnhof zum Haltepunkt mit Blockstelle. Letztere verschwand 2007 nach Automatisierung der Bahnübergänge und in Meine gibt es heute nicht mehr zu sehen als das verbliebene Streckengleis. Auf der Weiterfahrt geht es einige Kilometer an der Bundesstraße 4 entlang, von der wir uns kurz vor der Pfötchenpension in Meinholz, das bis 1963 über einen Haltepunkt verfügte, wieder verabschieden. Anschließend steht mal wieder eine Kanalquerung an. Zur Abwechslung ist es diesmal der Mittellandkanal. Und es folgt die nächste bemerkenswerte Betriebsstelle: Wendenbechtsbüttel. Der Bahnhof verlor den Personenverkehr 1988
und besitzt auch kein Kreuzungsgleis mehr, aber er ist immer noch da. Bis vor kurzem wurde gelegentlich ein Gaskesselwagen zugestellt. Mittlerweile ist das Anschlussgleis gesperrt und Wendenbechtsbüttel kaum mehr als eine Doppelblockstelle. Dennoch ist der Fahrdienstleiter so stark belastet wie nie. Nicht nur wegen der verdoppelten Zugzahl, sondern vor allem, weil er neben seinem eigenen mechanischen Stellwerk das elektronische des Bahnhofs Röttgesbüttel bedient. So umfangreich sich das Angebot zwischen Uelzen und Braunschweig heute präsentiert, so eintönig ist das Bild der unermüdlich pendelnden Eriks-Triebzüge. Das war mal anders, denn bis 1988 war die Mühlenbahn für Heckeneilzüge mit abenteuerlichen Laufwegen wie Kiel-Kassel oder Flensburg-Göttingen bekannt. Zwar ist die Zeit der Direktverbindungen von Süderbrarup nach Bodenteich oder von Knesebeck nach Hanmünden lange vorbei. Dafür sollte es aber heute auch keine Diskussionen mehr über eine Streckenstilllegung geben, wie sie noch bis nach der Jahrtausendwende geführt wurden. Über Bienrode, das seinen Haltepunkt 1977 verlor und 2026 wiederbekommen soll, sowie die ungenutzte Ausweichanschlussstelle Querum erreichen wir Gliesmarode. An dieser Stelle ist ein flüchtiger Blick auf die Braunschweiger Eisenbahngeschichte vonnöten. Gliesmarode war ab 1894 durch die Mühlenbahn erschlossen. 1923 kam die Nebenbahn nach Celle hinzu, an die 1934 über den Bahnhof Rühme auch der Braunschweiger Hafen am Mittellandkanal angeschlossen wurde. Außerdem kreuzte ab 1901 die Braunschweigische Landeseisenbahn BLE vom Nordbahnhof über Gliesmarode West und durchs Schuntertal nach Fallersleben, ohne dass eine Verknüpfung mit der Mühlenbahn bestand. Die BLE betrieb ferner die vom Nordbahnhof um die Braunschweiger City herumführende Ringbahn, die auch den Reisezügen über Derneburg nach Seesen diente. Nach Verstaatlichung der BLE 1938 verlor das Ringgleis seinen Personenverkehr und wurde in Gliesmarode unterbrochen, wo eine Verbindungskurve zwischen Mühlen- und Schuntertalbahn entstand. Die letzten Reisezüge auf der Zeller Strecke rollten 1962. Über ihr Reststück sind neben dem Hafen ein VW-Logistikzentrum und die Restabfallumschlaganlage Rauer angebunden. Die Schuntertalbahn wurde 1998 durch die Weddeler Schleife ersetzt und die Ringbahn ist mit einem Rad- und Fußweg überbaut. Lediglich der Ostabschnitt wird noch zur Bedienung des Heizkraftwerks genutzt, was eine Sägefahrt über die Ausweichanschlussstelle Nordkurve erfordert. Dem aus der Zeit gefallenen Bahnhof Gliesmarode sieht man kaum an, dass er mitten in der Stadt liegt. Bei meinem Besuch Anfang 2021 hatten just umfangreiche Bauarbeiten begonnen, die sein Gesicht völlig verändern werden. Den Betrieb managen Fahrdienstleiter und Weichenwärter auf den mechanischen Stellwerken GNF und GS, wobei letzteres interessante gestalterische Details aufweist. Ab Gliesmarode mutiert unsere Strecke tatsächlich noch zur Hauptbahn. Und hinter der Ausfahrt erstrahlt bereits das Vorsignal der Abzweigstelle Lünischteich, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Rechts fahren die Reisezüge zum Haupt, links der Güterverkehr zum Rangierbahnhof, der jedoch nach Stilllegung der Schuntertalbahn erheblich abgenommen hat. Ursprünglicher Startort der Mühlenbahn war die Abzweigstelle Mückenburg, wo sie aus der Strecke nach Helmstedt ausfädelte. Als 1960 der neue Braunschweiger Hauptbahnhof im Bereich des vormaligen Güterbahnhofs Braunschweig Ost entstand und den westlich der Innenstadt gelegenen Kopfbahnhof ablöste, schob sich die Abstellanlage BA zwischen Mühlenbahn und Helmstedter Schiene, sodass beide Strecken getrennt in den Hauptbahnhof liefen. Dank diverser Weichenrückbauten sind dort aus Richtung Uelzen nur noch die Gleise 1 und 2 erreichbar. Im Normalfall werden die von der Mühlenbahn kommenden Züge bis Goslar durchgebunden und mit einem Zugteil nach Bad Harzburg verstärkt, der sich in Fienenburg wieder verabschiedet. Tja, Leute, damit wäre das Wesentliche gesagt. Das war sehr viel Input und das müsst ihr erstmal sacken lassen. Bleibt am Ende noch eine Frage zu klären. Wieso heißt die Mühlenbahn eigentlich Mühlenbahn?
Eine Bezeichnung, die ich erstmals im Kursbuch 2001 gelesen habe. Man munkelt, es liege an den zahlreichen Windmühlen, wobei ich gestehen muss, dass ich vom Zug aus bloß zwei erspähen konnte. Eine bei Knesebeck und eine bei Moyne. Womöglich waren die 16 Wind- und Wassermühlen des Internationalen Mühlenmuseums Gifhorn entscheidend für die Namensgebung, wenngleich sie nicht in Sichtweite des Gleises liegen. Okay, genug für heute. Danke für die Mitfahrt und bis bald.